Guti, willkommen zurück zu Let's Play Age of Empires in der Definitive Edition. Wir gehen wieder zurück zum Aufstieg Roms und in die nächste Mission. Die römischen Eroberungen der Stämme in Zentralitalien schürten Ängste unter den griechischen Siedlern im Süden. Ein Makedonier kommt zu ihrer Rettung. König Pyrrhus I. landet in Italien mit einer mächtigen Armee, einschließlich Kriegselefanten, die er im Osten gefangen nahm. Falls Rom eine Niederlage gegen den ambitionierten Pyrrhus hinnehmen müsste, käme die römische Expansion im Süden zum Stillstand. Falls Pyrrhus jedoch besiegt werden könnte, würde Roms Sieg die Aufmerksamkeit der Welt auf seine wachsende Macht lenken. Der Senat entsendet Sie, Konsul, um diesen Griechen auf dem Schlachtfeld entgegenzutreten und ihnen zu zeigen, dass deren Ängste begründet sind. Zum ersten Mal werden fremde Männer die furchterregende Macht von Rom zu spüren bekommen. Vernichten Sie die Makedonier, ohne ihre beiden Dorfzentren zu verlieren. Ja, das wird spannend. Okay. Wir haben offensichtlich sehr viel zu tun, dann wollen wir mal gleich ein paar Leute rausholen. Wir haben keine Nahrung. Dann kümmere dich mal bitte um Nahrung. Aber 4 Leute kommen, das ist gut. Und sobald wir Nahrung haben und in die nächste Zeit switchen können, werden wir das auch tun. Ihr passt bitte alle hier auf die Dorfzentren auf. Ach nee, da oben ist auch noch eins. Hier vorne. Ah ja, ich sehe schon. Und nicht gerade wenig Leute. Die können auch alle noch was tun, bitte. Du kannst Holz fällen, du kannst Steine sammeln für die Türme. Und wir werden uns bestmöglich verteidigen. Auch wenn es nicht immer klappt. Und davon gehe ich auch einfach aus, dass wir die ganze Zeit überfallen werden. Also müssen wir uns beeilen mit allem, was wir hier tun. Wir haben auch Fischerboote, Gott sei Dank. Können ebenfalls für Nahrung sorgen. Sind hier noch mehr? Nee. Aber Kampfschiffe? Hier geht hier vorne mit hin. Passt hier vorne auf. Hier wird keiner landen. Das Erste, was wir machen müssen, ist, in die nächste Zeit zu switchen. Das wird wichtiger sein als alles andere. Denn nur in der Bronzezeit können wir uns einigermaßen verteidigen. Die sind schon in der letzten Zeit, in der Eisenzeit. Die sind weiter als wir. Wir müssen uns beeilen, um Rom einigermaßen verteidigen zu können. Wir können schon mal Beobachtungstürme erforschen, dann sind die schon mal drin. Dann dürfen wir die hier selbstständig bauen und werden vielleicht auch 2 oder 3 davon mehr hinstellen. So, ein paar Leute haben wir. Die können sich alle um Nahrung kümmern. Schnellstmöglich. Beobachtungstürme sind drin. Wir können jetzt selbstständig welche bauen. Wir nehmen noch 2 Fischerboote mit dazu. Ihr seid schon am Fischen. Ist hier drüben noch ein Hafen? Nee. Aber von hier aus müssen wir auch aufpassen, dass keine Leute kommen. Es wird sehr böse. Dich brauchen wir nicht. Ihr passt hier auf als Verteidigung. Du wirst die Leute heilen. Immer wenn es benötigt wird. Ich könnte Axtkämpfer entwickeln. Ja, was soll ich denn damit? Ich bitte euch. Diese Insel ist am wichtigsten. Sie hat Gold, sie hat Nahrung. Hier können wir alles anpflanzen und sie wird wahrscheinlich von außen die ganze Zeit belagert werden. Mit Schiffen, mit allem drum und dran. Also müssen wir uns hier am meisten darum kümmern, dass wir vorankommen. Wir nehmen noch weitere 4 Dorfbewohner, die sich um alles kümmern. Hier kann Holz abgeerntet werden. Das heißt, auch hier müssen nachher noch Dorfbewohner mit hin. Denn das Holz ist wichtig, das brauchen wir. Haben wir schon einen Marktplatz? Ich sehe jetzt im Moment noch keinen. Wir haben aber 2 Leute, die Gold hacken. Das ist schon mal gut. Das wird wichtig sein für die Bronzezeit, dass wir dort auch schnellstmöglich die Forschungen abschließen können. 2 weitere Dorfbewohner, die hier Holz fällen, bitte. Dass wir die Farmen bauen. Du kannst hier Holz fällen. So, und jetzt kriegen wir relativ schnell Nahrung und Holz ran, um dann in die nächste Zeit switchen zu dürfen. Ihr seid schon verbesserte Bogenschützen. Wartet hier. Ich weiß nicht, von wo aus wir angegriffen werden. Ich habe da so ein bisschen Angst. Holz sammeln. Holz sammeln. Und einer baut mir gleich mal einen Marktplatz. Der nächste, der hier erscheint. Dankeschön. Dann können wir wenigstens die Holzforschung abschließen.
sammelst ebenfalls Beeren. Dann haben wir jetzt 3, 6 Leute, die Beeren sammeln. 2, die fischen gehen. 2, die an der Farm sind. Heißt insgesamt 100 Fleisch in kürzester Zeit. Ganz ruhig. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Man merkt es vielleicht. So ein bisschen. Und wir werden, wenn wir angegriffen werden, nicht gerade eine kleine Macht gegen uns stehen haben. Denn die sind in der 4. Stufe. Wir haben noch nicht mal die 2. Stufe der Schiffe. Es kann nur Probleme geben, wenn wir nicht schnell genug vorankommen. Deswegen sind auch 2 Leute mit Goldsammeln beschäftigt. Besseres Holz ernten, bessere Farmen. Du kannst... Oh, was kannst du machen? Du könntest hier eigentlich eine neue Farm bauen. Aber das machst du jetzt noch nicht. Oh, die ist auch günstiger. Allgemein scheint vieles günstiger zu sein. Bei den Römern. Das wundert mich. Aber das hier kostet so wie vorher auch. Immer 100 bis 125 Nahrung. Okay. So, jetzt nur noch in die nächste Zeit. Alles andere kommt später. Wenn wir in der nächsten Zeit angekommen sind, können wir auch das Gold verbraten, was wir hier sammeln. Ihr könnt dann auch zusätzlich Gold sammeln, weil wir dann nicht mehr so viele Holzfäller brauchen. Wir haben aktuell hier 3, da 2. Das heißt 5 Leute, die Holz sammeln, um die Farmen zu bewirtschaften, die automatisiert sind natürlich. So, das Holzhacken ist gleich erforscht. Dann sind wir da schon mal besser. Perfekt. Ja, die Forschungen gehen durch. Wenn uns die Roten das erste Mal entdeckt haben, werden sie nur noch auf uns stürmen. Das heißt, wir sollten vorher schon alles bereithalten. Wir müssen sie die Übermacht von Rom spüren lassen. Sollten wir in der Bronzezeit ankommen, dann werden wir diese Übermacht auch präsentieren können. Vorher nicht. 12 Leute sind jetzt damit beschäftigt, Nahrung zu sammeln. Das muss doch relativ fix gehen, dass wir nicht nur in die Bronzezeit, sondern auch in die Eisenzeit kommen und denen damit so richtig schön in den Hintern treten können. Wenn erstmal die Türme hier alle aufgestuft wurden, na holla die Waldfee. Glücklicherweise haben auch Leute, die Steine sammeln. Hier gibt es zusätzliches Gold. Das kann nur gut werden. Ihr passt alle hier vorne auf. Es gibt auch nur Rot, die sind feindlich markiert. Nicht mehr viel Fleisch, noch 150. Dann haben wir es geschafft, dann sind wir in der nächsten Zeit. Ich speichere an dieser Stelle, dass wir so gut dabei sind, das Fleisch zusammenzusammeln. Es dürfte dann auch richtig fix gehen. Holz kommt auch in Massen. Dann können wir nämlich demnächst auch unsere Zenturionen bauen. Gleich haben wir es. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich hoffe, die Türme entwickeln sich auch weiter, wenn wir nachher die Entwicklung weiter vorantreiben. Das wäre gut. Dankeschön. So, du wirst jetzt hier eine Farm gründen. Dann haben wir hier schon mal den nächsten Farmmenschen. Sonst noch irgendwas, was wir großartig erforschen müssen. Eigentlich nur die Schiffe und die besseren Türme. Eigentlich sonst nichts weiter. Ach so, und die besseren Schiffe. Das wird wichtig sein, oh Gott. Wenn wir uns nicht mal mit den Schiffen wehren können, dann geht gar nichts. Und wenn wir dann das Regierungsgebäude haben, das werden wir auch gleich bauen, dann können wir die Alchemie erforschen. Ach nee, erst in der Eisenzeit. Ah, verdammt. So, du kannst noch mit Holz sammeln. Und du baust schon mal eine Farm mit an. Die restlichen sammeln die Beeren. Gut, und wenn wir einen Schwung Nahrung haben, dann können wir alle Forschungen zugleich abschließen.
Wobei die im Lagerhaus, die können wir schon mal abschließen. Das heißt Werkzeugherstellung, das hier, das kommt alles schon mal mit rein. Dass wir zumindest einen Teil der Forschung abschließen können. Warte mal, das nehme ich nochmal raus. Das machen wir hier drüben. Dann ist das schneller durch. Oh, aus lauter Angst trinke ich hier schon Kaffee ohne Ende. Ich kann den Kaffee gar nicht mehr absetzen. Wir kommen gut voran. Sehr schön, zwei Forschungen sind durch. Die Bronzezeit auch gleich. Geschafft. Wunderbar. Die besseren Schiffe müssen erforscht werden. Als nächstes die besseren Türme. Dass wir uns zumindest von außen schon mal einigermaßen verteidigen können. Und ich hoffe, dass die hier auch aufgestuft werden. Denn wir hatten vorher noch nicht mal Beobachtungstürme erforscht. Heißt, es muss nicht unbedingt sein, dass die hiermit erforscht werden. Auch hier können wir die nächsten Forschungen abschließen. Aber ich würde sagen, wir sammeln erstmal genug Nahrung, um in die Eisenzeit voranzuschreiten. Oh, bitte, lass die Türme sich entwickeln. Ja, perfekt. Das ist gut. Dann haben wir jetzt schon mal eine bessere Verteidigung. Dann holen wir uns jetzt das Regierungsgebäude. Und hier können wir einen Tempel bauen. Besseres Holzfällen kommt mit rein. Dann brauchen wir auch nicht mehr ganz so viele Holzfäller. So, die besseren Schiffe sind erforscht. Gut. Jetzt können wir uns wenigstens einigermaßen verteidigen. Und wenn wir jetzt in die Eisenzeit voranschreiten, na dann geht's aber ab. Jede Menge Nahrung muss rein. Dankeschön. Jetzt können wir das Rad erforschen, dann sind unsere Leute auch wieder schneller. Sehr gut. Erstmal weiter Holz sammeln. Du fängst an, Gold zu sammeln. Hervorragend. Das letzte, was wir jetzt am Marktplatz erst einmal erforschen, ist das hier. Die besseren Farmen mit dem Pflug. Wie kriegen wir noch mehr Angriff auf unsere Schiffe bzw. auf die Türme, ohne sie zu entwickeln? Eigentlich gar nicht, ne? Zumindest können wir hier das ganze Gebiet jetzt überblicken. Das ist schon mal gut. Gold wird ausreichend gesammelt. Drei Leute kümmern sich darum. Wir könnten so viele Forschungen noch fertig machen. Wir haben jede Menge Holz. Du wirst noch eine Farm gründen, dann kriegen wir schneller Nahrung mit ran. Gut, wir nehmen schon mal den Pflug mit rein, dann ist der da. Und als nächstes geht es in die nächste Zeit, sodass wir die besseren Schiffe erforschen können. Und die besseren Türme. Die wir dringend brauchen, um die Verteidigung einigermaßen stabil aufrechtzuerhalten. Hm.
So, wir haben wieder 12 Nahrungsproduzenten. Das Rad ist durch, das heißt, die Leute sind jetzt schneller unterwegs. Jetzt können sie ganz in Ruhe auch das Gold erforschen und den Steinabbau. Dann ist das auch schon mal weg. Wir könnten die Breitschwertkämpfer haben, dann sind die hier schon mal stärker. Und wir nehmen die besseren Bogenschützen mit rein. Dann sind die hier auch schon mal, ich sag mal, vorhanden. Denn normalerweise hätten wir die noch gar nicht, die sind jetzt schon mal stärker. Du kannst eine neue Farm gründen. Ja, und jetzt heißt es nur noch in die Eisenzeit voranschreiten. Während die ganzen Forschungen durchlaufen, müssen wir jetzt eh warten, können wir noch jede Menge Fleisch ansammeln, um die Eisenzeit zu erreichen. Gold haben wir genug. Es geht jetzt nur noch um Nahrung. Ihr müsstet jetzt gleich auch weiterentwickelt sein. Erstmal haben wir jetzt die besseren Bogenschützen. Dann brauchen wir noch die ganze Verteidigung. Uiuiuiui. Verdammt, haben wir viel zu tun. Du bringst mal kurz das Gold weg, baust auch eine neue Farm an. Dann brauchen wir eigentlich wieder Leute, die Holz hacken gehen. Bei so vielen Farmen. Ja, bin ganz froh, dass wir noch in Ruhe gelassen werden. So kommen wir wenigstens mit der Forschung gut voran. Wobei es mich wundert. Ihr seid auch weiterentwickelt. Habt jede Menge Angriff, jede Menge Verteidigung. Sogar plus 2 Angriff durch die Forschung, die wir abgeschlossen haben im Lagerhaus. Kommt auch noch ein bisschen was zu. Wir werden das erste Mal attackiert. Und das nicht gerade von kleinen Schiffen. Gut, bleibt zurück. Ich möchte nicht, dass wir uns in Kämpfe verwickeln, die wir nicht gewinnen können. Aktuell zumindest noch nicht gewinnen können. Wir haben 13 Nahrungsproduzenten. Wenn das nicht einigermaßen geht, dann weiß ich auch nicht. Oh oh, Schiff wegmachen, Schiff wegmachen. Okay, das ist nur ein Ablenkungsschiff. Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Alle Mann ran hier. Ich muss in die nächste Zeit voran. Ich habe keine andere Wahl. Ich hätte mich hier um eine bessere Verteidigung kümmern sollen.
verdammt. Das hätte jetzt so keinen Sinn gehabt, Leute. Verdammt, und ich habe so viel gemacht und so viel geforscht und muss das alles noch einmal machen. Ist das ärgerlich. Ich mach's nochmal und werde hier aber ein bisschen mehr Verteidigung hinstellen. Bis gleich.